Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zur 15. Ausgabe von Dachau TV, das Magazin für Stadt und Landkreis. Nachdem wir Ihnen in der 13. Ausgabe eine Sondersendung mit Ottmar Hitzfeld präsentierten und in der 14. Sendung auf ein Jahr Dachau TV zurückblickten, nun, ab dieser 15. Sendung geht es wieder ganz normal weiter. Also ganz normal nicht, denn wir moderieren nicht mehr aus den Redaktionsräumlichkeiten, sondern sind für Sie am Ort des Geschehens. Und hier die Themen dieses Mal. Zuerst sehen Sie das Interview mit Ander Laubert, dem ehemaligen Frontman der Blechblasen und jetzigen Leadsänger der im Juli neu gegründeten Band Skandal aus Bayern. Dann zeigen wir Ihnen einen Beitrag über Baseball in Indersdorf, gefolgt von einem Bericht über sehr eifrige Kinder bei der traditionellen Kartoffelernte. Im Zuschauervideo können Sie spektakuläre Sportszenen bewundern. In unserer Rubrik Musikvideos ist Jamie Faulkner unser Stargast. Und am Ende der Sendung geben wir Ihnen wieder Veranstaltungstipps, dieses Mal für den November. Wir beginnen hier im Probenraum mit dem Interview mit dem Leadsänger der Band Skandal aus Bayern, Ander Laubert. Herzlich willkommen. Sehr gerne, es ist mir eine große Ehre. Ander Laubert, ehemaliger Frontman der Blechblasen und seit diesem Jahr mit neuer Band Skandal aus Bayern. Wie wird diese neue Band angenommen? Ja, bis jetzt sehr gut. Wir haben natürlich noch nie allzu viel Gelegenheit gehabt zu spielen. Da jeder noch so ein bisschen Altlasten zu machen. Unser Quetscher, der war zum Beispiel jetzt noch auf dem Oktoberfest tätig, irgendwie die Leihmittags. Und so zum neuen Jahr geht es jetzt dann richtig los. Aber wir waren ja am Altstadtfest und haben einen netten kleinen Premiere-Kick gehabt in Bergkirchen. Und da war der Zuspruch super. Offiziell gibt es euch seit dem Altstadtfest am 19.07. Allerdings hattet ihr schon einen Gig auch in der Maisachhalle, in der Bergkirchener Maisachhalle am 31. Mai. Warum dann erst am 19.07. der offizielle Termin Skandal aus Bayern? Ja, wir wollten einfach so eine Vorpremiere machen. Wir haben ja dafür auch so eine Plakataktion gemacht mit unserem sogenannten Brazen Skull. Also das ist ein praktisch wie ein Piratentotenkopf mit gekreuzten Knochen, aber der Schädel ist eine umgedrehte Breze, den wir auch überall im Landkreis aufgehängt haben und in der Stadt. Und keiner genau wusste, was steckt da jetzt dahinter. Wurde ja spekuliert, ob das womöglich eine neue Partei ist zur Europawahl oder was weiß ich. Also ich kenne das halt von den Rolling Stones, die spielen ja auch, bevor sie auf Tournee gehen, dann irgendwo in London im Town & Country Club überraschenderweise vor 400 Leuten, um ihr Programm zu testen. Und sowas Ähnliches war das für uns dann auch. In der Vergangenheit hatten Sie gesundheitliche Probleme, immer anderslautende Gerüchte gingen um. Sie können jetzt damit aufräumen. Was war wirklich mit Ihnen gesundheitlich los? Also gesundheitlich, zu dem Zeitpunkt war los, dass ich eine Stimmbanderkrankung hatte, mit sogenannten Leukoplakien, also das sind Beläge auf den Stimmbändern, die bei ständiger Entzündung irgendwann eventuell zu einem Tumor werden können. Das heißt dann praktisch Stimmbandkrebs und das verkürzt die Lebenszeit natürlich drastisch. Und jetzt ist alles überstanden? Es ist alles überstanden, ja. Also der Vorteil von dieser Erkrankung ist praktisch, wenn man Ruhe gibt, erholt sich das auch sehr schnell wieder. Und also nicht unbedingt, aber bei mir war es so. Ich habe natürlich auch einiges dafür getan. Viel frische Luft, viel gehen jeden Tag, ausgeglichen leben einfach, gesünder leben. Ich meine, vorher 25 Jahre Musik machen, das ist Raubbau am Körper. Schöner Raubbau am Körper, aber hat halt auch seine Schattenseiten. Was hat Ihnen während der eineinhalbjährigen Pause als Musiker gefehlt? Ja, sicher das Publikum natürlich. Einfach, ja, das im Mittelpunkt stehen, auch gebauchpinselt zu werden, also das zu genießen, also auch ja, Leute in Begeisterung zu versetzen oder in Stimmung oder sie aus dem Alltag rauszureißen. Ich meine, das war schon immer der Beweggrund, warum man das überhaupt macht, dass man einfach die Leute ein bisschen rausholt und sagt, das nehmen wir jetzt mit auf eine kleine, lustige, unterhaltsame Reise, wo ihr den Alltag ein bisschen vergessen könnt, abspannen, ein bisschen austoben, ausflippen, ja. Und das hat man natürlich nicht. Und dafür kriegt man natürlich dann auch noch den Applaus. Und das ist natürlich schon mal, was einem fehlt. Also meine Frau hat, glaube ich, schon wunde Hände, weil die musste jetzt immer allein klatschen auf der Couch. Sie heißen offiziell Andreas Laubert, aber wenn man Sie so ruft, erschrecken Sie eher, oder? Ja, Andreas höre ich nur, wenn ich, sage ich mal, gemaßregelt werde. Das ist die erste Steigerung von, also eigentlich von Anderl ist ja so mein
mein Künstlername geworden, oder ist die bayerischste Version, sagen wir mal, vom Wort Andreas. Und mein Rufname ist ja Andi. Und wenn ich dann noch nicht höre, dann kriege ich einen Andreas. Dann weiß ich, jetzt wird's eng. Das dann meistens von der Frau? Ja, genau. Wobei, da haben sich meine Mutter und meine Frau schon gemeinsam darauf geeinigt, das beides zur Hand zu haben. Sie wurden früher Anderl und jetzt Andal gerufen. Warum dieser Wechsel von Anderl zu Andal? Naja, aussprechen tut man es ja beides gleich. Das ist eigentlich nur ein bisschen ein optisches Spiel, weil eben die neue Band Skandal heißt und Andal ist ja dann praktisch genauso geschrieben, nur ohne dieses K davor. Und ist vielleicht einfach so der Ausdruck, dass einfach jetzt ja die zweite Hälfte, sage ich mal, meines musikalischen Lebens losgeht. Ja, ich sehe es das, was vorher war, sehe ich als die erste Hälfte. Das ist in gewisser Weise ja auch ein Lebenswerk, das ich mir geschaffen habe und auf das ich auch stolz bin. Es war eine tolle Zeit. Ich möchte auch keine Minute von den 25 Jahren missen. Aber jetzt freue ich mich auf den zweiten Teil, der natürlich unter anderen Voraussetzungen startet. Man hat natürlich viel mehr Wissen, was einen erwartet. Man weiß inzwischen auch, was man nicht mehr will, was man will. Das nimmt aber trotzdem der Sache keine Spannung. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich weiß jetzt schon alles, ich gehe es jetzt so, man lernt ja nie aus. Das ist auch bei der Musik so. Das ist eigentlich das, auf was ich mich am meisten wieder freue, vor allem, weil man wieder topfit ist, weil man wieder alles machen kann und wieder richtig angreifen. Und ich habe vier starke Burschen an meiner Seite. Das sind alles ebenfalls Stimmungskanonen und ich glaube, dass das eine tolle Zeit wird, die vielleicht sogar noch schöner wird als die, die vorher war. Bevor wir weiterreden, hören wir uns doch erstmal an, was die Band Skandal aus Bayern so alles zu bieten hat. Ich kann Ihnen versprechen, nicht wenig. Toller Auftritt, Gratulation dazu. Haben Sie eigentlich eine Lieblingsband oder einen Lieblingsinterpreten? Ja, ist natürlich schwierig. Also wenn man so intensiv mit der Musik lebt, gibt es ja erstens sehr viele Dinge, die einem gefallen. Es gibt auch viele Dinge, die mir nicht gefallen. Aber ich glaube schon, was mich von meiner Jugend her geprägt hat, waren natürlich so diese typischen Rockgruppen. Also damals gab es ja noch kein Heavy Metal oder diese Unterteilungen, sondern war das einfach eine Rockband, so wie Kiss zum Beispiel. Die waren natürlich am mystischsten von allen durch ihre Masken, die sie gehabt haben und so. Und ich weiß auch, ich war in Dachau, lief damals im Kino, gab es noch das alte Zentralkino, da lief der Film Under Attack of the Phantoms, also ein Film über die Band Kiss. Ich glaube, da war ich 8-mal drin. Da habe ich mein ganzes Taschengeld verbraten. Wie kam es denn zur neuen Band Skandal aus Bayern? Was trieb Sie an? Ja, also es ist ja so gewesen, dass es mir Anfang des Jahres, also letzten Jahres, schon etwas besser ging und auch eine positive Verwandlung also da war in Bezug auf meine Erkrankung. Und ich einfach gesagt habe, also zumindest zum Spaß, ein bisschen nebenbei würde ich gern wieder spielen. Habe dann einfach mal so ein Experiment gemacht und habe
Annosen praktisch zusammengesucht von Bands, die also einen Frontmann oder Sänger suchen. Es ging also von München bis ins Allgäu und überall. Ich war also dann bei 14 Bands einfach mal in der Probe zum Mitjammen. Mit einer habe ich sogar einen Auftritt gespielt in München, in dieser irischen Kneipe. Und habe dabei festgestellt, dass ich eigentlich besser singen kann wie jemals zuvor. Weil einfach alles restlos verheilt ist, weil ich keine Entzündung mehr habe. Die ich bestimmt die letzten 15 Jahre dauerentzündet war, das alles. Das war einfach weg. Und ich habe ja im Zuge der ganzen Geschichte natürlich das Rauchen aufgehört. Also ich komme jetzt fast 6 Töne höher rauf wie vorher. Und das bietet natürlich unheimliches Spektrum und macht natürlich wieder wahnsinnig Spaß. Und da ist eigentlich die Idee entstanden, dass ich sage, nee, also ich möchte auf jeden Fall wieder eine Band. Wie habt ihr euch gefunden? Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Also das ging so Schritt für Schritt. Also angefangen hat alles mit dem Sascha, den ich getroffen habe und den ich eigentlich schon länger kenne, allerdings nicht wirklich so bewusst. Aber wir sind schon öfters mal im Weg gelaufen. Und der hat eben auch bei seiner Band, wo er gespielt hat, eben da ist was, ist eine Ära zu Ende gegangen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich könnte man wieder was aufmachen. Ja, und da kam dann das Kid dazu, der Schlagzeuger. Mit dem habe ich ja schon vor 30 Jahren mal in meiner ersten Punkband gespielt. Das ist eigentlich so meine Wunschbesetzung am Schlagzeug, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, wir brauchen einen Bassisten. Den Gottfried, also wir sind Gotchi. Den habe ich in Taufkirchen an der Füls in der Diskothek beim Stadtbefest zufällig getroffen und da haben wir gesprochen. Und hat er gesagt, also wenn du wieder eine Band machst, dann will ich da unbedingt dabei sein. Ja, dann habe ich den auch angerufen, der war natürlich sofort Feuer und Flamme. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, dass wir einen Tastenmann brauchen. Und das war dann ein bisschen schwieriger. Das hat sich dann auch über ein halbes Jahr lang eigentlich hingezogen. Immer wieder jemand da gehabt zum Ausprobieren. Das war dann aber nicht das Richtige. Oder derjenige hat dann gesagt, nee, das will er nicht. Es gibt ja gerade bei den Keyboardern viele, die haben tolle Geräte, aber sie können nicht wirklich gut spielen, sondern sie können halt gut Knöpfe drücken. Wir haben dann jetzt das große Glück gehabt, einen zu finden, der wirklich gut spielen kann. Unseren Schwasch, also in meinen Augen der beste Quetscher von Bayern. Und dann waren wir 5 komplett. Dazu darf man den nicht vergessen, wir haben eigentlich einen 6. Mann, das ist unser Tontechniker, der Harry. Mit dem habe ich schon jahrelang zusammengearbeitet, bei der Blechblasen auch. Und der ist für mich auf dem Gebiet einfach einer der Besten. Und da habe ich gesagt, den würde ich gern dabei haben. Und der ist jetzt nicht mehr der außenstehende Tontechniker oder der Zusatzunternehmer, sondern der ist praktisch das 6. Bandmitglied. Welche Stilrichtung oder welche Stilrichtungen deckt den Skandal aus Bayern ab? Alles, was so, ja, was Laune macht, was uns selber gefällt. Wobei wir natürlich versuchen, so diese ganze Stimmungsschiene, die sich so über die letzten Jahre entwickelt hat, gerade was so in die Richtung Ballermann geht oder volkstümliche Richtung, das einfach nicht in Anspruch zu nehmen. Sondern wenn dann richtige Volksmusik zu spielen, die ein bisschen kerniger, das Ganze natürlich schon einen starken rockigen Einschlag. Aber es soll halt einfach dazu führen, Leute in Stimmung zu versetzen, aber vielleicht auch mit ein paar Titel, die sie sonst jetzt von anderen Bands nicht hören. Ich meine, man hätte jetzt die 100.000. Stimmungsband, Partyband sowieso aufmachen können. Das ist jetzt nicht unser Anspruch, sondern wir wollen die Leute schon begeistern, eben durch Musikalität, aber auch eben durch ein gewisses Repertoire, das so eine Vielfalt hat, dass halt immer wieder einer sagt, ey, was spielen Sie denn jetzt? Das hätte ich jetzt nicht erwartet oder so. Das ist wichtig. Skandal aus Bayern, ich sage jetzt mal eine ungewöhnliche Bezeichnung für eine Band. Wer hatte denn die Idee für die Namensgebung? Naja, der Urgedanke hat eigentlich ganz wenig mit dem Skandal zu tun, sondern nachdem wir anfangs das mit der erst mal ein halbes Jahr lang auf Eis lag, weil wir keinen Tastenspieler gefunden haben, also keinen Akkordeonisten und Keyboarder, haben wir gesagt, ja, das ist auch schon nicht, dann dreht man das dabei mal als Duo auf. Und dieses SK vom Skandal, also Sascha Clare und dazu das Andal, das ergibt dann den Skandal. Und das ist eigentlich der Urgedanke gewesen. Auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, Skandal ist überhaupt ein guter Name für die Band, weil Skandal will jeder sehen und jeder hören und wissen, was da los ist. Skandal ist zwar eigentlich eher laut Duden, glaube ich, oder laut, wo man dem Lexikon immer liest, ein negativ behafteter Name, aber es gibt ja auch positive Skandale und das versuchen wir zu machen. Der Hauptskandal liegt eigentlich darin, dass also die Leute skandalös dann ausflippen und Spaß haben miteinander und das bis spät in die Nacht. Was ist am Musikerleben so spannend? Du hast jetzt ständig wechselnde Auftrittsorte. Du spielst heute da, du spielst morgen hier, es ist immer wieder was Neues. Das hängt ja davon ab, ob du dir dein Musikerleben spannend machst. Also wir machen es uns mal rein, wenn es ums Spielen geht, daher spannend, weil wir nie dasselbe Programm runterschustern, sondern halt je nach Auftritt halt auch das entsprechend zusammenstellen, immer neu, dass das also auch
entsprechend passt und dass da auch Platz ist für Überraschungen, die passieren, für Wünsche, die die Leute haben oder um spontan auf Situationen einzugehen. Du weißt nie, was vorher passiert. Also wir haben jetzt keine von vorn bis hinten durchgestylte Show, sondern eigentlich lebt es in erster Linie von der Spontanität. Und das ist ja mein Steckenpferd, also die oder meine Stärke könnte man sagen, ja, dass ich halt sage, okay, ich kann halt vor einen Haufen Leute treten und kann drauf losreden und dann anhand der Reaktionen von denen das immer weiter steigern und irgendwann haben alle einen Spaß zusammen. Das ist ja das, was irgendwie so ein Moderator oder Ansager oder wie man den nennen möchte oder ein Entertainer ausmacht. Und das ist eigentlich das, was jeden Tag Spaß macht, weil immer was Neues kommt, immer was anderes ist. Und das ist nie 0815. Gab es bei euch oder gibt es bei euch Groupies, also Mädchen, die vor euren Auftritten, vor dem Hotel vielleicht sogar auch warten und euch ein bisschen näher kommen wollen? Also die typischen Groupies, die vom Hotel stehen, gibt es nicht. Weil erstens wissen die ja gar nicht, wo unser Hotel ist. Zumindest meistens nicht. Und da legen wir ehrlich gesagt nicht so den Wert mehr drauf. Ja. Ich meine, also ich kann da für mich sprechen. Meine Kollegen, die müssen das selber entscheiden oder meine Musikfreunde, ich bin ja verheiratet und ich sage immer, Appetit holen ist erlaubt, aber gegessen wird zu Hause. Wobei das natürlich schon schön ist, wenn man immer wieder mal die Bestätigung kriegt, dass man noch ankommen würde eventuell. Man kriegt ja manchmal das Gegenteil, dass man nicht mehr ankommt. Aber direkt darauf anlegen tut man es eh nicht. Dazu kommt natürlich auch, wenn du halt 4 oder 5 Stunden Vollgas spielst. Früher ist man danach immer noch weg, da ist man noch in die Bar, da war man der Letzte, der irgendwann da raus ist. Mittlerweile ist es schon, man ist ja nicht jünger geworden, sondern älter, anstrengend und man ist dann eigentlich froh, wenn man dann auch in sein Bett kommt und einfach nochmal einmal drüber träumen darf, was vorher alles passiert ist. Vor ein paar Jahren hatten Sie ja mal so richtig gut ausgesehen. Hier haben wir so ein Babyfoto von Ihnen. Wie man auf dem Bild sieht, also Hygiene und Toilette war schon immer sehr wichtig. Die Damenwelt war ihm immer schon, das war früher schon so, die sind einem zugetan. Also ich sage, als Musiker kannst du immer ungefähr nochmal so 60% kreisliger sein wie ein anderer Mann. Du bist trotzdem gern gesehen, weil du halt eben der bist, der auf der Bühne steht. Mit der Blechblasen hatten Sie circa 200 Auftritte pro Jahr. War das schwer zu verkraften? Waren Sie teils ausgelaugt? Ja, sicher waren die letzten Jahre, lässt die Energie einfach nach. Also wobei sich das nicht auf der Bühne bemerkbar macht. Also der erste Schritt auf die Bühne, in dem Moment bist du da. Da siehst du die Leute, das Publikum. Was mehr ausgelaugt war, war einfach das Miteinander neben der Bühne. Man hat sich nicht mehr viel zu sagen gehabt. Du sitzt eben fast 200 Mal im Jahr in einem Auto miteinander, fährst irgendwo 600 Kilometer zum Auftritt. Man weiß irgendwann ja nicht mehr, was man sich noch erzählen soll oder reden soll. Und da stumpft das Ganze ja nicht ziemlich ab. Und ich glaube, es geht ja nicht nur darum, was auf der Bühne passiert in so einer Formation, sondern eigentlich das ganze gemeinsame Miteinander, wie sich das auch entwickelt hat, wie das gewachsen ist. Und wenn das einfach mal versiegt oder langweilig wird, dann ist es auch gut, wenn es zu Ende ist. Ein Highlight mit den Blechblasen war ganz sicher euer Auftritt bei den Wacken Open Air 2011. Da seid ihr auf Bands getroffen, die früher als Poster in euren Zimmern hingen. Als Tapeten, muss man schon bald sagen. Also das ganze Zimmer war tapeziert mit Motorhead und Ozzy Osbourne oder Black Sabbath. Ne? Die hat man dort alle getroffen. Und das Schöne ist halt, in Wacken wird kein Unterschied gemacht, wie berühmt du bist oder wie stark du in der Branche vertreten bist oder ob du in den Plattenverkäufen vorne liegst. Und da sind einfach alle Künstler gleich. Jeder kommt in der Artist Village, bekommt ein eigenes Pagodenzelt mit Ledercouch und Kühlschrank. Drüber steht beleuchtet dein Bandname. Da steht eben dann, hier war Blechblasen gestanden und daneben Halloween und Blind Guardian und wie sie alle heißen. Und alle sitzen auch zusammen miteinander am Lagerfeuer und essen miteinander und das ist natürlich schon toll. Also ja, und man stellt dann aber auch halt fest, es sind ja auch alles nur ganz normale Menschen. Und das ist eigentlich das, was einem am bewusstesten sein sollte bei der ganzen Geschichte. Man ist immer einfach nur ein kleiner Mensch. Über einen anderen kleinen Menschen können wir jetzt auch sprechen. Sie sind mal mit dem argentinischen Fußballgott Diego Maradona lange, lange an der Bar gesessen. Wie kam es denn dazu? Ja, wir haben die Abschiedsparty vom Lothar Matthäus gespielt, in der Reithalle in München. Wir haben ja damals, waren wir sehr eng verbandelt mit dem FC Bayern, ging über eine persönliche Freundschaft auch mit dem Florian Hoeneß. Und wir wurden eigentlich oft engagiert, wenn dann eben große Feierlichkeiten waren.
Und das Abschiedsfest vom Lothar Matthäus war eine sehr große Feier. Da waren eben alle befreundeten Fußballer von ihm auch da. Es waren drei Bands, die gespielt haben für seine drei großen Zeiten. Also zuerst eine Band aus Gladbach zum Essen, danach für die Inter-Mailand-Zeit Zuccaro und dann wir eben für die Zeit beim FC Bayern. Also seitdem habe ich gesagt, Zuccaro war unsere Vorband. Natürlich Quatsch, hat mit der chronologischen Auftrittsfolge nichts zu tun gehabt, war einfach nur wegen dem Menü so. Und und da war eben Diego Maradona war auch da. Und nach dem Spielen war ich mit ihm noch bis ins Morgengrauen an der Bar gesessen und wir haben uns sehr angenehm unterhalten. Wir waren beide in gut fröhlichem Zustand, er besonders, und es war eine sehr interessante Geschichte. Ich meine, ich habe mir ja früher noch als kleiner Bub habe ich in mein Album eingeklebt und gegen 10 Karl-Heinz Förster getauscht oder so. Und dann sprichst du mit ihm. Da wird mancher wahrscheinlich seinen rechten Namen dafür geben. Wie viele Auftritte nehmt ihr euch mit Skandal aus Bayern pro Jahr vor? Also wir wollen jetzt erstmal so 40 bis 50 schöne Auftritte spielen, wo einfach alles stimmt, wo die Location stimmt, wo das Ambiente stimmt, das Drumherum stimmt. Und dann schauen, was passiert. Sollte mehr draus werden, sind wir nicht abgeneigt. Aber erstmal sollte es so ein bisschen mehr Quantität statt, ein bisschen mehr Qualität statt Quantität. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, 1,5 Jahre mussten Sie pausieren. Sie hatten früher viele Kontakte, können Sie davon immer noch zehren oder ist es im Musikergeschäft ebenfalls so aus den Augen, aus dem Sinn? Nee, ich habe sehr gute Kontakte zu allen Veranstaltern, wo wir vorher waren. Es haben ja auch in der Zeit, wo ich dann praktisch krank war, haben sehr viele immer bei mir gemeldet und auch gefragt, wie geht's dir, was ist los, machst du wieder was und so. Und ab dem Moment, wo jetzt das also ein bisschen publik wurde, das ist ja heutzutage, Gott sei Dank, leichter wie früher. Also man braucht ja eigentlich nur mal kurz auf Facebook irgendwas posten und schon weiß fast der ganze Raum, sage ich mal, in dem wir gespielt haben, da ist er wieder. Und da kommen schon sehr viele Reaktionen jetzt. Du hast doch wieder eine Band, könntest du nicht wieder bei uns spielen? Das war immer lustig. Und naja, also ich bin nicht vergessen worden, sagen wir mal so. Und dafür möchte ich mich natürlich auch bedanken. Aber ich denke halt, wenn man jahrelang fair und gut mit seinen Geschäftspartnern umgegangen ist und immer versucht hat, alles zu geben, dass das nicht so schnell vergessen wird. Ist es angedacht oder gibt es bereits Angebote, wie mit der Blechblasen, auch mit Skandal aus Bayern, beim Oktoberfest aufzutreten? Ja, es gibt Kontakte. Das ist natürlich eine Überlegung, die für uns nicht so ganz einfach ist, die wir uns mehrfach durch den Kopf gehen lassen müssen, weil eins steht fest, Oktoberfest ist halt wieder 16 Tage, harte Arbeit. Wir wollen ja eigentlich in erster Linie Qualität liefern. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn du 16 Tage hintereinander jeden Tag spielst, leidet die Qualität irgendwann. Am meisten natürlich bei den menschlichsten Instrumenten, eben bei den Stimmbändern. Da geht es ja nicht nur die Musiker so, da geht es jedem Kellner so oder jedem, der seine Bratwurst auf der Wiesn verkauft. Der muss einfach viel reden, muss viel schreien und irgendwann ist Ende Gelände und dann wird es ihm zur Qual. Und darum ist man am Überlegen, ob es vielleicht nicht doch ein anderes Konzept gibt, dass man mal sagt, man findet eine Möglichkeit, so zu spielen wieder, aber ohne sich komplett auszupowern, sondern eher vielleicht in einem gewissen Rahmen das Highlight zu sein. Und hier dürfen Sie Ander Laubert mit seiner Band Skandal aus Bayern ein zweites Mal genießen. Ja, ja, so, laut, 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 die brechen Sie, ja, mit meinem alten Kühl, die uns wieder sind, die hier, rot, 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 blick und blick, es hat uns nie und nie vergessen. Ich hoffe, ich denke auch, ihr
Natur. Das ist an mir die beste Schönheitskultur. Bereits jetzt schon herrliche Auftritte mit Skandal aus Bayern. Sie sind verheiratet mit Silvia. Wie lange schon? Das ist eine gute Frage. Da würden manche Männer jetzt ins Zittern kommen. Ich kann es mir zum Glück merken, weil ich habe extra meinen Hochzeitstag, also ich habe am 6. Dezember geheiratet, am Nikolaus, damit ich ihn nicht vergesse, 2001. Sicherlich nicht leicht, mit einem Musiker verheiratet zu sein, der ständig unterwegs ist. Gab es da in Ihrer Ehe schon mal Zoff? Nee, überhaupt nicht. Also in Bezug aufs Musikerleben gar nicht. Querelen wie in jeder anderen Beziehung natürlich, aber jetzt noch nie eigentlich wegen der Musik groß. Weil erstens hat sie mich ja so kennengelernt, also da habe ich ja schon gespielt. Sie hat gewusst, was sie erwartet. Wie wir uns kennengelernt haben, hat sie allerdings nicht gewusst, wer ich bin. Sie hat auch nicht gewusst, was die Blechblasen ist. Und das war ganz eine gute Voraussetzung, auch für mich, weil ich gewusst habe, die mag jetzt wirklich mich und nicht ein Scheinbild, das ich darstelle. Und das geht gut und hält. Und mein Nebenbei ist sie natürlich auch noch irgendwo auch meine Managerin und alles. Einer muss ja ein bisschen den kühlen Kopf bewahren. Das sind mir Künstler ja nicht so geeignet. Und da ist sie natürlich als Bankkauffrau gerade das Richtige. Wo habt ihr euch kennengelernt? In einer Diskothek, wo sie gearbeitet hat, nebenher. Immer donnerstags, und da bin ich jeden Donnerstag deswegen dann auch hingefahren und bin den ganzen Abend bei in der Theke gesessen, ein halbes Jahr lang, glaube ich. Und irgendwann hat es sich dann ergeben, dass wir miteinander zum Skifahren gegangen sind. Und meine Frau, die Tochter, die habe ich dann beim Skifahren eben kennenlernen dürfen, weil es war für mich immer das Wichtigste, dass die Tochter mich auch mag, weil sonst wäre aus uns zwei auch nichts geworden. Ne? Das wäre mir zu viel Stress gewesen, dass ich mir das erkämpfen muss. Sondern das war wichtig, dass mich beide mögen, und das war zum Glück so. Wie würden Sie sich selbst charakterisieren? Eher als ein Mensch, mit dem einfach Kirschen essen ist? Oder eher doch ein bisschen starrköpfiger, knorriger? Naja, ich bin natürlich ein Skorpion. Das heißt, mit mir kann man super auskommen. Ich gebe für jeden mein letztes Hemd. Er darf mich nur nicht hintergehen oder mich verletzen. Weil dann kann ich natürlich sehr nachtragend sein oder vielleicht sogar für immer das nie mehr verzeihen. Ich habe allerdings das Glück, dass mein Aszendent der Löwe ist, der macht das Ganze ein bisschen sanftmütiger. Und somit glaube ich, dass man mit mir schon ganz gut auskommen kann. Ja. Ich habe nur Probleme mit Leuten, die eben meinen, sie können mich ausnutzen oder sich mit mir schmücken. Das finde ich nicht gut. Sie haben es mit der Musik zu erheblichem Bekanntheitsgrad geschafft. Und hier, verehrte Zuschauer, sehen Sie ein weiteres Beispiel. Warum?
Die Musik ist Ihnen wichtig und natürlich auch die Familie, aber auch der Sport und hier insbesondere das Golfen. Wie ich hörte, haben Sie beim Golfhandicap einen Rekord aufgestellt. Inwiefern? Seit 11. April 2013 habe ich bis zum heutigen Tag, ich glaube bis auf 30 Tage, habe ich jeden Tag Golf gespielt. Habe im ersten Jahr gleich mal 95 Turniere gespielt und habe eben innerhalb von 6 Monaten mein Handicap auf 14,2 gespielt. Also was immer das jetzt heißt, wer jetzt von Golf nichts weiß, es sind praktisch, ich brauche, wenn alles gut geht, 14 Schläge mehr als die 72 Schläge, die ein Golfkurs normalerweise zum Spielen braucht. Wenn man im Paar spielt, nennt man das. Und das gab es in meiner Altersklasse vorher in Deutschland noch nie. Aber das ist halt, glaube ich, mehr so eine Kopfsache gewesen. Ich meine, es hat ja nicht jeder Zeit, dass er 2x, 3x, 18 Loch am Tag geht, also 20, 30 Kilometer an der frischen Luft. Für mich war es super, es hat mich halt gesund gemacht. Da gibt es ja andere namhaftere Beispiele in der Musikbranche, wo das auch, beim Alice Cooper zum Beispiel, der sagt, ja, Golf hat ihn sein Leben gerettet, sonst hätten ihn die Drogen und der Alkohol zerfressen. Also Drogen war bei mir noch nie das Problem. Aber wenn du 25 Jahre Musik spielst, musst du natürlich auch immer wieder viel trinken, weil du viel ausgegeben kriegst. Und das habe ich da im letzten Jahr am Golfplatz alles rausgelaufen. Und darum geht es mir wieder so blendend. Also Golf, ich kann es nur gut heißen, ist auf jeden Fall eine lebensverlängernde Maßnahme. Und man sieht selten irgendwo auf so viele alte, und ich meine es respektvoll, alte, gesunde Männer rumsitzen wie auf Golfclub-Terrassen. Sie vermitteln Musiker nach Australien, in die USA. Wie läuft dieses Geschäft? Naja, das war ja eigentlich mal in erster Linie so ein Gedanke, wie ich jetzt selber nicht mehr spielen konnte, dass ich sage, ja, jetzt nutze ich zumindest meine Kontakte und biete anderen Leuten oder die Musik machen, die gut sind, die Möglichkeit eben vielleicht mal wo zu spielen, wo sie noch nicht waren. Und ich kenne eben sehr viele Veranstalter, ich kenne sehr viele Musiker. Und für beiden Seiten war mir wichtig, also nur qualitativ gute Veranstalter und auch qualitativ gute Musiker zusammenzubringen. Und das war natürlich ein Glücksfall, dass ich habe eine Internetseite gemacht, wie man das halt so macht. Und eine halbe Stunde, nachdem ich die Seite ins Netz gestellt habe, hat das Telefon klingelt. Und das war der Geschäftsführer vom Löwenbräukeller in Sydney dran, den ich von früher kenne. Der war früher mal in Hannover auf der Messe, wo wir auch immer gespielt haben, in der Bayernhalle. Heißt die da oben, also Münchner Halle heißt sie eigentlich. Und der ist inzwischen Geschäftsführer dort. Ja, und dem habe ich dann gleich mal eine nette Band vermittelt, die Isarreiter mit dem Roland Hefter, den kennt man auch aus der hiesigen Kabarettszene. Und die haben dann mal über Weihnachten Sydney unsicher gemacht. Und so ist es losgegangen und jetzt suche ich praktisch ständig für diese 14 Lokalitäten, die diese Gruppe hat, Musiker, die Lust haben, dort zu spielen. Recht viel mehr schaffe ich eigentlich zeitlich gar nicht, dass ich da jetzt noch mehr mache. Das ist eigentlich so ein kleiner Exklusivvertrag, der sich da gleich ergeben hat. Und somit läuft meine kleine Consulting-Agentur am Rande ganz gut mit. Sie sind Hobbykoch, aber haben auch noch ein anderes Hobby, und zwar Ihre Fischzucht. Erzählen Sie mal davon bitte. Ich habe 2000 eben das Glück gehabt, mitten in Dachau ein Haus bauen zu dürfen. Und auf einem schönen Grundstück, das mir meine Großtante vermacht hat. Und da kam ihm die Idee, auf jeden Fall einen Teich zu bauen und ein bisschen so einen Wasserfall und so, weil es einfach so, Wasser im Garten ist einfach was Schönes, Wasser ist Leben. Und ja, und den ersten Teich und den ersten Bachlauf, den habe ich also noch mit Hilfe von einer Gartenbaufirma bauen lassen, habe dort aber mitgearbeitet. Und da ihm dann Feuer gefangen. Und so ist über die Jahre immer mehr Wasser in den Garten gekommen, immer mehr Flächen wurden geflutet praktisch. Und inzwischen habe ich kein Rasenmäher mehr. Ander Laubert, vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen von Herzen privat und mit Ihrer Band Skandal aus Bayern alles Gute. Dankeschön, bedanke mich für die Einladung und hoffe, man sieht Sie bald mal wieder. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt. Ich esse noch. Darf ich dann endlich mal zahlen? Einfach wissen, wann das Geld da ist. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Mehr Service, mehr Beratung, mehr Kompetenz. Ihr Sparkassenpartner vor Ort. Musik.
Baseball. In den USA gehört diese Sportart unter die Top 4. In Deutschland hat sie weit weniger Zulauf. Wie können wir das ändern? Indem wir beispielsweise in Dachau TV Ihnen einen Beitrag über Baseball in Indersdorf präsentieren. Wir legen vor allem den Fokus auf den Nachwuchs. Viel Spaß dabei. Hubert Böck, seit wann besteht die Baseballabteilung des TSV Indersdorf? Ja, die Baseballabteilung beim TSV haben wir jetzt also seit circa 4 Jahren. Damals hat ein Trainer unsere Kinder trainiert, der musste aber dann aufhören, aus persönlichen Gründen. Und dann haben ein anderer Vater und ich uns entschlossen, das weiterzumachen. Und jetzt haben wir eine Schülermannschaft, eine Jugendmannschaft und ab nächsten Jahr auch eine Freizeitmannschaft bei den Erwachsenen. Wie kam es zur Gründung der Baseballabteilung? Unsere Kinder haben in der Schule die Möglichkeit bekommen, verschiedene Sportarten zu testen. Da war ein Baseballtrainer aus Freising, der hat es da angeboten. Und den Kindern hat es so gut gefallen, dass sie anschließend bei dem ins Training gekommen sind. Der hat einmal in der Woche trainiert und da waren am Anfang so 15, 16 Kinder dabei. Und der musste dann aber leider aufhören und dann haben wir das übernommen. Sie sind Mutter zweier Kinder, die in Indersdorf Baseball spielen. Was macht Baseball so interessant? Das ist der Teamsport, dass die Kinder zusammenhalten. Und meine Kinder haben gesagt, das ist was, was nicht jeder macht. Das ist eine kleine Randsportart, die es gibt in Indersdorf. Und das ist auch noch ein Grund, warum sie es so gerne spielen. Und sie kommen bei allem dran. Sie können fangen, sie können schlagen, es ist Laufen mit dabei. Und man ist nicht auf eine Position festgelegt, sondern man kann alles ausprobieren. Haben Sie Ihre Kinder zum Baseball geführt? Oder wie kam es zur Begeisterung Ihrer Kinder für den Baseballsport? Also angefangen hat die kleinere Tochter auf Drängen von ihren Freundinnen, dass sie endlich mal mitgehen soll. Sie soll sich unbedingt Baseball einmal anschauen. Das hat sie dann gemacht. Sie war am Anfang nicht so begeistert und kam dann mit voller Begeisterung nach Hause. Sie will unbedingt Baseball anfangen. Das war im November, wo noch Hallenzeit war zum Trainieren. Und als es dann rausging in das Freigelände, ist die große Tochter auch mitbekommen, hat es gesehen und hat sich sofort entschieden, sie will da auch mitspielen. Hat gleich beim ersten Training gesagt, ich mache das, hat mitgespielt und ist jetzt ganz begeistert bei der Sache. Fallen Schwächen in irgendeinem der Bereiche ins Gewicht? Ja, natürlich wäre es super, wenn man einen Allrounder hätte. Aber wenn einer schlechter werfen kann, dann nimmt er normalerweise eine Position ein, wo das Werfen nicht so entscheidend ist. Wenn er aber dann immer super den Ball schlagen kann oder auch einen guten Ball fangen kann, dann stellt man ihn an die entsprechende Position und da kann er ein super Gewinn für die Mannschaft sein. Also man kann das da ausgleichen. Es wird häufig bezüglich Baseball von der Entwicklung der sozialen Kompetenz gesprochen. Spüren Sie das bei Ihren Kindern? Ja, schon, weil sie müssen als Team zusammenhalten, weil nur als Team können sie gewinnen. Und es bringt nichts, wenn man den einen oder anderen ausschimpft oder blöd anschimpft, weil er am Ball nicht gefangen hat, weil es kann jeder wieder rausreißen. Was ich festgestellt habe bei meinen Kindern jetzt auch im Team, die halten unwahrscheinlich zusammen und freuen sich für alle. Egal, wer den Punkt macht, der wird bejubelt, das wird sich darüber gefreut und da ist auch kein großer Unterschied zwischen den Jungs und den Mädels, sondern die halten einfach zusammen. Welche Bereiche werden nebst sozialer Kompetenz gefördert? Also ich finde es ein sehr komplexes Spiel, wo die Kinder unwahrscheinlich nachdenken müssen, welchen Spielzug mache ich und wie verändert sich das innerhalb des Spiels. Waren Sie persönlich vor Ihren Kindern schon Baseball begeistert? Nein. Das ist alles mit den Kindern jetzt gekommen. Mir macht das einen wahnsinnigen Spaß. Ich unterstütze den Trainer auch, indem ich dann die Punkte mitzähle und auch ein bisschen schaue, wer wo einen Abschlag macht oder nicht. Würde es selber auch gerne spielen, habe es auch schon ein paar Mal probiert. Aber es ist, wie gesagt, es ist sehr komplex und es fordert auch viel Fitness. Die müssen ja relativ Kurzstrecken schnell rennen, sie müssen aufpassen, sie müssen gut fangen können. Und ich finde den Sport an sich wahnsinnig schön und habe ihn aber erst durch die Kinder kennengelernt, so richtig. Wie ich hörte, ist die Anzahl der Trainer ein Problem. Welche Auswirkungen hat das beim TSV Indersdorf?
Ja, wir bauen langsam unseren Trainerstab auf. Wir haben zu zweit begonnen. Jetzt haben sich zwei weitere Väter bereit erklärt, da mitzumachen. Und jetzt können wir, jetzt haben wir eine Schülermannschaft, eine Jugendmannschaft, und können wir auch in den Erwachsenenbereich eine Freizeitmannschaft machen. Kontinuität ist da wichtig, gerade bei Kindern auch. Und deswegen versuchen wir natürlich mehr Trainer zu gewinnen, damit wir auch unser Angebot erweitern können. Was tut die Indersdorfer Baseballabteilung, um Baseball bekannter zu machen und Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern? Wir machen natürlich Interviews, damit wir bekannter werden. Aber sonst versuchen wir auch in der Schule mal wieder so einen Probeunterricht anzubieten, damit wir da Spieler gewinnen oder Werbung machen in unserer TSV-Zeitschrift. Oder wir verteilen dann auch mal Flyer in den Schulen, um Kinder zusätzlich zu gewinnen. Mundpropaganda, glaube ich, bringt ganz viel, oder dass man es einfach einmal mehr öffentlich macht. Baseball selber ist sehr wenig in der Öffentlichkeit, in den Medien oder in Ähnlichem. Ich denke, wenn in den Medien mehr vom Baseball die Rede wäre, dass es dann auch bekannter werden würde. Wie sehen Sie die Zukunft der Baseballabteilung in Indersdorf? Wenn jetzt die Kinder dabei bleiben und mit aufrutschen und wir wieder schönen Nachwuchs nachkriegen, also wenn da wirklich Kinder nachkommen, dann glaube ich, sieht es schon ganz gut aus. Also ich habe es jetzt mitbekommen, wo die Tochter im November angefangen hatte letztes Jahr. Da waren es noch relativ wenig. Dann hat es wirklich so einen Schwung gegeben, wo viele angefangen haben, die wirklich begeistert mit dabei sind. Wenn wir immer wieder so einen Schwung kriegen, der dann einfach kommt und mitmacht, glaube ich, dann sieht es ganz gut aus. Aber wir brauchen halt immer Nachwuchs von unten, weil wenn die älter werden, dann rutschen die natürlich in die nächste Klasse auf und dann sieht es bei den Kleinen wieder ein bisschen mau aus und dann fällt der eine oder andere weg, wenn dann die Pubertät kommt. Aber wenn wir von unten immer wieder so ein bisschen an Nachwuchs kriegen, glaube ich, schaut es ganz gut aus. Die Zukunft. Also ich hoffe, dass wir unsere Mannschaften weiter ausbauen können, dass wir in der Freizeitmannschaften auch zusätzliche erwachsene Spieler mitgewinnen. Aber wir werden sicher die Baseballmannschaft die nächsten Jahre weiterführen. Also mir macht Baseball Spaß und deswegen möchte ich auf alle Fälle, dass das weiterläuft. Grüß dich. Moinsen. Guten Tag, mein Jutzer. Grüß Gottle. Glück auf, ne? Guten Tag. Habt ihr gute Wie? Hallo. Ich sag mal, guten Tag. Grüß Gottle. 19.500 Geldautomaten der Volksbanken Raiffeisenbanken stehen bundesweit für Sie bereit. 19.500 Mal Money to go. Alle Geldautomaten finden Sie online unter bayern.vr.de oder mobil mit der VR-Banking-App. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Kartoffelernte für Kinder hat in Bayern große Traditionen. Seit vielen Jahren nimmt sich beispielsweise der Verein Unser Land auf den Dachauer Sonnenäckern mit großem Erfolg diesem Thema an. Kinder sollen dadurch unter anderem spielerisch an eine gesunde Ernährung herangeführt werden. Wir haben uns für Sie bei der Kartoffelernte in der Gemeinde Schwabhausen, Ortsteil Puchschlagen, umgesehen, mit eifrigen Kindern, aber auch mit eifrigen Erwachsenen. Seit wann gibt es diese Aktion Kartoffelernte für Kinder? Wir haben heuer das 20-Jährige. Deswegen habe ich gedacht, könnte es ja mal ganz interessant sein, ins Fernsehen zu kommen. Warum wurde diese Aktion Kartoffelernte für Kinder ins Leben gerufen? Angefangen hat es damit, dass meine Kinder in den Kindergarten gekommen sind
Und dann hat irgendwann im Herbst mal, was ich weiß jetzt auch nicht, wie es genau war, jedenfalls hat eins der Kinder gesagt, meine Tochter gesagt, wir kochen daheim Erdäpfel. Und dann hat eins der Kinder gesagt, Erdäpfel, ja, sind es denn Äpfel auf den Bäumen? Dann sage ich, das sind doch keine Äpfel auf den Bäumen. Ja, wenn es Erdäpfel sind, hat sie gemeint, sind das ganz kleine Bäume, die halt nahe an der Erde sind. Sage ich, na, also das wächst im Boden. Na gut, das konnte sich jetzt die Hälfte des Kreises nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kommt sie mit auf den Acker. Und seitdem machen wir das. Welche Erfahrungen haben Sie die vergangenen Jahre mit den Kindern bei der Kartoffelernte gemacht? Das Wichtige, denke ich, bei den Kindern ist, dass sie den Sack, den sie vollfüllen, mit heimnehmen dürfen. Also wir haben jetzt hier keine Erntehelfer, die uns den Acker leeren, sondern der Plan ist einfach, sie kommen mit einer Tüte, ernten die Kartoffel, wissen, wo die wachsen und dürfen die dann mit heimnehmen. Und sind einen halben Tag beschäftigt an der frischen Natur, das macht ja wahrscheinlich auch was aus. Haben Sie irgendwelche besonderen, wunderschönen Erlebnisse mit den Kindern haben dürfen? Also ein Kindergartenkind, der stand also da und schaut ganz fasziniert in den Boden und schaut eine Kartoffel an. Ausgelobt war der Kartoffelkönig. Also wer den größten mitbringt, ist der Kartoffelkönig und er schaut hier wohl auf einen großen und schaut, sag ich, was schaust denn immer so? Ja, hat er gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, muss ich mich da bücken? Da sage ich, ja, rausspringen wir da nicht. Also er war nicht ganz sicher, ob er sich bücken muss beim Kartoffelernten. Das hat sich ja dann erledigt. Das haben sich alle bücken müssen und er hat den größten gefunden. Sind die Kinder gleich voll dabei oder eher zurückhaltend und tauen erst langsam auf? Also ich glaube, dass wir schon so eine Art Kultstatus erreicht haben. Wir glauben ja die Kartoffeln mit der Hand. Das heißt, wer sich in Bayern auskennt, wir benutzen da einen Rodler. Damit wird die Kartoffel rausgerollt. Allein das ist schon wahnsinnig spannend, wenn aus einem zugedeckten Ebenenfeld Kartoffel rausspringen, in Anführungszeichen. Das gefällt ihnen als erstes sehr gut. Natürlich darf jeder vorher mit dem Traktor auf den Acker fahren. Das ist ja auch ein Highlight. Und dann gibt es bei uns schon wirklich Kinder, die in der Familie, das dritte Kind kommt da. Also das heißt, das vererbt sich sozusagen, dieses Recht beim Bauern normal Kartoffel glauben zu dürfen. Und ich habe einen Jungen, der kommt jetzt schon das siebte Jahr. Also der wird mir jetzt schon bald zu groß, weil er ist viel höher wie die anderen, aber okay. Die Kinder dürfen ja einen Sack Kartoffeln mit nach Hause nehmen. Sehen Sie in dieser Aktion auch den Aspekt der gesünderen Ernährung? Unsere Kartoffeln sind Bio-Kartoffeln. Das heißt, die schmecken auch komplett ohne irgendwas, was man dann immer gleich ausprobieren kann. Wenn man bei uns am Tisch sitzt, nach dem Ernten, gibt es Kartoffeln und Butter und Kartoffeln und Quark. Es gibt jede Menge Kinder, die haben das so noch nie gegessen. Es gibt Kinder, die sagen, sowas Weißes esse ich nicht. Kannst du mir da nicht Ketchup drauf machen? Es gibt Kinder, die sagen, ich esse Kartoffeln nur, wenn sie schon eine Pommes sind. Aber wenn die dann bei uns mal gegessen haben, und da ist der Gruppenzwang einfach da, wenn 20 Kinder Kartoffeln essen, essen alle, dann sagen sie, ui, das schmeckt ja super. Also das ist anscheinend eine Heranführung an ein ganz einfaches, total gesundes Essen, nämlich Kartoffeln. Gibt es Rückmeldungen der Eltern über ein Umdenken bezüglich der Ernährung bei den Kindern? Teils, teils. Was mir wahnsinnig Spaß macht, ist, wenn manche Mütter anrufen und sagen, ich brauche jetzt momentan nur Kartoffel und Butter Mittag machen, was ja wahnsinnig wenig Arbeit macht und total gut schmeckt, weil sie es bei mir halt mal probiert haben. Es gibt natürlich auch Mütter, die sagen, also Kartoffel hinzustellen, das ist schon ganz schön aufwendig, weil es ja doch 25 Minuten dauert oder 30. Da sage ich ihnen dann einfach, kauft euch einen Schnellkochtopf, dann ist es gleich passiert. Wird die Kartoffelernte für Kinder des Öfteren während der Saison angeboten? Nein, wir machen das immer einmal und zwar immer am letzten Freitag der Ferien. Wir hatten jetzt in 20 Jahren zweimal Regen. Das heißt, es klappt eigentlich immer. Die letzten September oder die mittleren September-Freitage sind immer schön. Das klappt nahezu jedes Mal der Termin.
Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt. Ich esse nur. Darf ich dann endlich mal zahlen? Einfach wissen, wann das Geld da ist. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Mehr Service, mehr Beratung, mehr Kompetenz. Ihr Sparkassenpartner vor Ort. Wir kommen zum Zuschauervideo. Hier genügt eine kurze Anmoderation, denn der Inhalt des Beitrages spricht für sich. Spektakuläre Bilder mit äußerst mutigen Athleten. Grüß dich. Moinsen. Guten Tag, mein Jutzer. Grüß Gottle. Glück auf, ne? Guten Tag. Ihre gute Wie? Hallo. Guten Tag. Grüß Gottle. 19.500 Geldautomaten der Volksbanken Raiffeisenbanken stehen bundesweit für Sie bereit. 19.500 Mal Money to go. Alle Geldautomaten finden Sie online unter bayern.vr.de oder mobil mit der VR-Banking-App.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir kommen zur Rubrik Musikvideos, in der wir Ihnen Bands oder Interpreten vorstellen, die aus Dachau stammen oder in Kürze in Dachau auftreten werden. Dieses Mal sehen Sie den australischen Sänger und Songwriter Jamie Faulkner, der am Freitag, 21. November ab 20 Uhr in der Dachauer Kulturschranne begeistern wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Jamie Faulkner. Last night, playing like two children, you go hiding and I go seek, go swinging through the trees, and I can hear you calling, are you calling out to me? So open up your heart, don't be afraid of the dark, go on, let that light shine. And if it's me you're looking for, then I'll come running. I'll come running back to you if you need me. Call no matter how far, and I'll come running back to you. Do the things you've got to do. We've got nothing left to lose. Don't you know that time is ticking? If it's me you're looking for, then I'll come running. I'll come running back to you if you need me, call no matter where you are. And I'll come running back. And if it's me you're looking for, then I'll come running. I'll come running. Jamie Faulkner, ein toller Künstler. Und nun geht's weiter mit unseren Veranstaltungshinweisen für November. Lassen Sie sich inspirieren.
Das war die 15. Ausgabe von Dachau TV, das Magazin für Stadt und Landkreis. Ich hoffe, Sie hatten wieder viel Spaß und Sie fühlen sich rundum gut informiert. Die nächste Ausgabe können Sie ab 30. November wiedersehen unter www.dachau-tv.de und den Internetkanal YouTube. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns treu und auf bald.